Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von DayZ und zwar DayZ Experimental nach einer gewissen Zeit. Wir haben ja mit der Mozi, beziehungsweise wir, ich habe mit der Mozi ganz gut ja davor aufgenommen gehabt. Und jetzt sind wir wieder in DayZ und muss jetzt sagen, da ich heute auch schon tatsächlich, Miscreated gespielt habe, sind zwar doch sehr ähnliche Spiele. Und es ist was anderes in DayZ als Miscreated, was allein an dieser Figur liegt, da diese viel flüssiger läuft und viel plastischer aussieht. Was mit der Umwelt, mit den Bäumen oder so, nicht ganz so ist. Also es sind tatsächlich schon zwei verschiedene Sachen. Wir wollen uns aber mal angucken, mal fertig von den Grafik und von den Vergleichsoptionen und von den flackernden Bäumen mit dem Volumen. Was sich Neues getan hat, denn es gab zig Updates jetzt hier vor Weihnachten. Wir hatten ja damals schon gesagt, dass wohl vor Weihnachten ein großes Update wohl kommen wird. Wir sind noch in der Experimental mit vielen, vielen kleinen Updates. Ich weiß nicht, ich kann es tatsächlich nicht sagen. Auch schön, wie das gerade grafisch da geflackert hat. Ich weiß nicht, ob tatsächlich hier was sich geändert hat oder nicht. Wir gucken jetzt einfach mal rein, ob die Experimental uns was bringt. Aber mit der Sonne, mit dem Licht, das sieht schon geil aus. Ja, und jetzt, wo ich so direkt mehr oder weniger direkt hintereinander gespielt habe, lieber DayZ als Miscreated, wobei Miscreated was Eigenes für sich hat. Ist immer schwer, mal so, wie gesagt, Spiele zu vergleichen. Hier zum Beispiel mag ich es nicht bei DayZ, dass die Grafik so hintereinander sich immer aufploppt oder verändert. Weil das hier dann doch schon stärkere Ausmaße hat. Das finde ich aber Miscreated dann wiederum... Oh, hoppla. Besser, da hat man diese eine Grafik, die bleibt und ist, wie sie ist. Und dann hat man die auch auf größere Entfernung. Jetzt, ich nehme mal die Sporter mit. Keine Ahnung, ob wir die noch brauchen werden. Und ich möchte tatsächlich in dieser Folge nicht nur gucken... Was ist Folge? Ich muss mir tatsächlich jetzt mal einen Timer stellen an der Stelle. So, setzen wir mal einen Timer. Da ist der Timer. Auf jetzt 20 Minuten mit der Ansprache. Müsste passen. Und ich möchte auch in dieser Folge, wie gesagt, darauf eingehen. Es gab eine Aussage, über die ich gerne diskutieren kann, denn wir haben uns auch schon die Frage gestellt, DayZ ist DayZ PvP, mehr PvP als Survival. Und ich denke mir nur, die Frage ist nicht ganz so einfach zu erörtern. Boah, Alter, habe ich mich erschreckt. Wo kommt die denn her? Alter, ich habe mich... Oh. Alter, war das der Zombie? Nee, es war nicht. Wo kam der her? Alter, und wie sah die aus? Krasse Scheiße. Alter, da habe ich mich aber verjagt. Pluspunkt DayZ. Sowas mag ich ja. Oh, Alter. Oh, Alter. Ja, sorry, ich bin gerade voll aus dem Gedanken von der Schlampe gerissen worden. Entschuldigung, der Wortwahl. Ja, sie kann nicht mehr Demoni... Ich kann kein Geld mehr kriegen bei YouTube für das Video. Demonetarisiert ist das Zauberwort. Alter, nimm das in die Hand. Ja, wir haben uns eben halt auch öfter mal die Frage gestellt und sind eher zu dem Schluss gekommen. Ich nehme mal tatsächlich die Antwort auf die Frage von uns aus vorab. DayZ ist für uns mehr PvP als Survival. Und jetzt gibt es dafür verschiedenste Faktoren. Wir haben ja, wie gesagt, jetzt über 3000 Stunden Spielerfahrung in DayZ, wobei DayZ ja aufgrund dessen, dass es ja eine Early Access Alpha ist, sich von Anfang bis Ende immer verändert. Das heißt, es kommt auch mehr Survival dazu. Allerdings genauso im selben Maß kommt genauso viel PvP neu hinzu. Oder weiteres PvP. Nehmen wir mal ein Beispiel. Bei dem, was wir jetzt gerade gefunden haben, haben wir etwas zum Schlagen in der Hand. Ich arbeite ja nun wirklich nicht und hole mir Gras damit hier. Ich kann ja kein Gras ernten, sondern es ist ja tatsächlich eine Waffe. Als auch, dass wir eine Waffe schon gefunden haben und die am Rücken ist. Der hat uns gesehen, glaube ich, oder? Ja. Naja. Jetzt haben wir schon zwei Waffen gefunden. Wie viel Survival haben wir hier und wie viel Waffen haben wir? Wenn ihr mal auf den Loot tatsächlich guckt und das, was man am Loot alles finden kann, dann ist tatsächlich die gesamte oder fast die gesamte Ausrüstung eher eine Waffe als irgendein Survival-Aspekt oder Faktor hier drin in diesem Spiel. Die Action und dass die Leute wiederkommen, lebt tatsächlich davon, dass man, und das, was sie auch gesagt haben, dass man jederzeit immer alles verlieren kann.
Und woran verliert es? Man verliert es ja nicht an diese Zombies. Die Zombies sind ja nun wirklich hier nicht der Obershit, sondern es sind andere Spieler. Das ganze Spiel ist ja darauf ausgelegt, dass es ein soziales Experiment darstellen sollte oder soll. Wie verhalten sich Spieler in einer Welt, in der es keine Regeln gibt? Auch hier muss man natürlich wieder ein Sternchen dran setzen. Es gibt Regeln. Und zwar die Regeln ist alles das, was das Spiel uns erlaubt. Je mehr ein Spiel einem Spieler an Möglichkeiten gibt, was er machen kann, desto weniger Spielregeln gibt es in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig versteht oder versteht, was ich meine. Wenn ich nur schlagen kann, dann sind die Spielregeln schlagen, ganz klar. Wenn ich aber auch streicheln kann, dann bestehen die Spielregeln aus Schlagen und Streicheln. Das heißt, die Spielregeln sind die Summe aller Optionen in einem Spiel. In diesem Spiel hat man ja relativ viele Optionen. Trotzdem sind die meisten Optionen PvP. Das ist meine Festplatte, glaube ich, gerade. Ich habe die nämlich gerade gehört. So ein Mega-Nachlader. Die Frage ist, was erlaubt uns das Spiel? Das Spiel erlaubt uns im Grunde alles. Wir können jeden töten, wir können ihn aber auch verschonen. Wir können survivalen, aber was machen wir, wenn wir survivalen? Es gibt immer ganz schnell einen Punkt, an dem man erreicht ist, an dem das Spiel einfach keinen neuen Content mehr bietet. Nichts Spannendes, gar nichts mehr. Wenn es darum... Oh. Oh, da wollte wohl was sagen. Wenn es einfach nur darum geht zu überleben, könnte ich sagen, bauen wir uns ein Feld an, und in dem Moment, wo wir ein Feld angebaut haben, haben wir eigentlich das Spiel gewonnen, in Anführungsstrichen, denn es bietet ja nichts mehr. Anders sieht es im PvP-Teil an. Es kommen immer mehr Waffen. Immer mehr Waffenteile. Die werden hier stark erweitert in diesem Spiel. Alter, gib mir die blöde Jacke. Das ist ein Problem. Es kommt, wie gesagt, immer mehr PvP-Teile. Guckt euch mal die vielen Waffen an. Wir hatten angefangen damals, glaube ich, mit Daisy. Da gab es eine Mosin, eine M4. Ah, was gab es denn dann noch? Eine Schrotflinte gab es, eine zweiläufige. Also nicht diese, wo du mehrfach pumpen kannst, sondern einfach nur diese zwei Läufer hast. Und dann gab es bestimmt noch eine oder andere Waffe. Es waren auf jeden Fall eine Handvoll Waffen, und die haben auch gereicht. Und dann gab es zum Beispiel die Mosin, konnte man das Long Range Scope, das heutige Hunting Scope, drauf machen. Und einfach tatsächlich mit dem schießen. Und dazu gab es dann die schöne, deswegen nennen wir sie auch mal Mosin Muni, die wir jetzt auch in die SVD reingehört. Und mit der konntest du dann halt schießen, konntest du snipern, du konntest die Waffe, konntest du irgendwann grün ansprühen oder sowas. Und wir haben uns dann tatsächlich mit einem Kompensator und sowas auch in die Wälder gelegt. Das Problem war, die Städte waren schon immer PvP, einfach aufgrund dessen, Spieler sind Menschen. Und Menschen, die keinerlei Regeln besitzen, die zumindest alles machen können, ohne dass es Konsequenzen für sie hat. Also wenn das Spiel nicht sagt, du hast einen Spieler getötet, jetzt bestrafe ich dich dafür, indem du schlechtes Karma kriegst oder sowas, ähnlich wie es bei Fallout im Singleplayer-Modus ist, sondern wo du alles machen kannst ohne Konsequenzen, ist es für sie einfacher, einen Spieler zu töten und die Sachen von denen wegzunehmen, als selber auf die Suche zu gehen, was natürlich dieses soziale Experiment auch ein bisschen unterstützt. Wie verhalten sich Menschen, wenn sie eigentlich alles machen können, wenn sie in einer Ausnahmesituation, in einer Welt voller Zombies sind? In Anführungsstrichen, die Zombies sind ja nun wirklich hier nicht das Problem. Sie erschrecken einmal, sie nerven ein bisschen, aber ich würde nicht sagen, dass die jetzt tatsächlich dafür sorgen, dass ich jetzt sterbe. Dafür sind die Zombies einfach nicht gut genug. Und wie verhalten sich die Menschen? Die Menschen kämpfen. In Städten, wo viele Menschen aufeinandertreffen und die Leute Sachen haben wollen, die sie nicht haben, nehmen sie sich das von anderen Menschen. Die Frage ist natürlich, ob sie es auch in der Realität tun würden. Denn trotz allem darf man nichts vergessen, das wissen die anderen Spieler ja auch, es ist nur ein Spiel. Trotzdem zeigt das ja einen gewissen Grad, wie die Menschen sich verhalten würden. Interessanter wäre das als sozialer Aspekt mal zu sehen, wenn die Menschen bestraft werden, im Sinne von, du wurdest getötet, jetzt darfst du gar nicht mehr mitspielen, dann würde es ja eventuell auch die Spieler treffen, die selber töten. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht würden die sich dann anders verhalten. Zumal ich bei Daisy, fällt mir gerade einer auch noch sehr gut finde. Ich will es einfach mal ansprechen, weil ich ja mal den Vergleich so ein bisschen zu Miscreated gezogen habe. Alter.
Komm, ich schieb mich weg, anstatt dass sie mir Schaden macht. Stirbt die auch mal? Was stimmte denn mit der nicht? Ich leg das Ding jetzt mal hier rein. Einfach nur, um weitere Sachen zu zerschneiden. Oh, wir haben Essen gefunden. Ach, oh, das war drinne. Ach, hier sind ja Sachen immer in den Rucksäcken und so schon drin in den Klamotten. Das vergesse ich immer. Das ist ja... Ja, gut, das ist gut. Das ist wirklich gut. Haben sie schön verbessert. Oh, das mit den Haaren ist jetzt nicht so geil. Ah, gerade gelobt und dann kommt sowas. Naja. Die Frage ist, wie würdet ihr euch verhalten? Stellt euch mal eine Welt vor, in der es wirklich gar keine Polizei gibt. Niemanden, der euch hilft, wenn ihr Hilfe braucht. Und da kommt einer mit einem Rucksack, der eventuell voll Essen sein könnte und ihr habt Hunger. Was würdet ihr machen? Komm, wir wollen hier ein bisschen sportlich sein. Würdet ihr den umbringen, wenn er euch nichts gibt? Wenn er aber sagt, na, dann verhungert doch. Wenn ihm das einfach egal ist, ohne euch selber was zu tun. Und das ist ja gerade die Frage oder das Experiment dieses Spiels. Wie gesagt, was immer noch mit dem Sternchen und dem Hinken im Bein ist, es ist halt immer noch ein Spiel. Und selbst da kann man argumentieren, die Leute wissen im Grunde ja, dass es ein Spiel ist und verhalten sich deswegen, na gut, die brauche ich eigentlich nicht, und verhalten sich deswegen anders. Also, das ist dann eher auf so einer metaphysischen Frage, ob das tatsächlich irgendwie stellvertretend sein könnte für einen eventuellen Fall. Die Frage ist, wie will man sowas durchspielen? Es gibt eine Serie, da kann ich euch mal was empfehlen, die ist nicht mehr ganz so einfach zu finden, ist leider ein bisschen älter. Geht mal auf D-Max und gibt mir mal The Colonist ein, Englisch. Das, ich nehme es jetzt einfach mal mit, ist eine Serie, hätte ich fast gesagt. Da geht es darum, da haben sie Freiwillige genommen, die an einem Experiment teilnehmen wurden. Die wurden 2 Tage lang unter extrem Stress gehalten, sodass diese zum Beispiel mal geschlafen haben und sowas und eben halt hohen Stresslevel ausgesetzt war. Sodass sie das ungefähr dieser Katastrophe gleichkommen würde. Ja. Und dann haben sie gesagt, okay, ihr müsst überleben in einem ehemaligen Stadtgebiet in den USA und da müssen sie dann mit dem klarkommen, was da ist, und da haben sie fingierte Angriffe auf die gemacht und sowas. Also das ist schon ganz krass, wenn man sich das mal anguckt. Da kann man auch mal so ein paar Überlebenstipps oder Szenarien sich aneignen. Okay, die Grafik ist irgendwie wieder nicht mehr ganz so geil. Hier die Batterie. Obwohl, jetzt ist sie scharf. Kann ich euch hier empfehlen, die kommt auch ziemlich dem nach, von wegen, wie würden sich Menschen verhalten, und da sind es ja echte Menschen, und da ist nicht nur ein Protagonist, der hier in der digitalen Welt für ein... Kann man es nicht mal aufmachen? Wieso kann ich das nicht aufmachen? Ehrlich? Okay, man muss den Griff anscheinend berühren. Seit wann denn das? Persönlich finde ich es geiler. Trotzdem komisch. Geh noch bei der anderen Tür, als der Zombie mich verfolgt hat, auch. Ja, hier waren wir schon. Aber hier noch nicht. Naja, wir sind auf jeden Fall, um nochmal in den Anfangsgespräch reinzukommen und nochmal ans Ende gekommen, aufgrund der Möglichkeiten, die wir haben und auf dem, was immer wieder reingepatcht wird. Es wird weniger Survival reingepatcht als Waffen und Kampfsysteme. Sind wir eher dazu geneigt zu sagen, DayZ ist ein PvP-Game, was auch dem geschuldet ist, dass DayZ sonst ein bisschen langweilig wird, muss man ja sagen. Irgendwann hat man für alles dieser Map hier gesehen. Es ist ja nicht so, als wenn man stirbt, dann ist vorbei und dann baut sich eine ganz neue Welt wie bei Minecraft, wo man in eine neue Welt reintauchen kann, auf. Sondern die Welt ist fix. Das heißt, alles, was man mal gesehen hat, hat man gesehen. Und dann ist hier Feierabend. Da ist da nicht viel mehr. Aber das heißt ja nicht, dass DayZ schlecht ist. Ne? Das möchte ich an der Stelle überhaupt nicht mehr sagen. Sondern für uns ist halt klar, aufgrund dessen, was in DayZ passiert, wie sich DayZ spielt und was von den Entwicklern von DayZ reingepackt wird, eher PvP als ein Survival-Game. Das Survival-Game ist ein
ein nice to have, denn du überlebst auch ohne, dass du survivalst. Du musst nichts anbauen, du musst keine Fische fangen, du musst keine Tiere töten. Du kannst anders überleben. Und das ist noch nicht mal schlecht, ehrlich gesagt. Der Aufwand, Gemüse und sowas zu machen, ist ja doch relativ hoch, im Grunde, dass du nur da sitzt. Du bist ja hier, du spielst ja Daisy nicht, um die letzten Tage gemütlich zu verbringen. Sozusagen, oh, jetzt setze ich mich hin, hol mir einen Schaukelstuhl und genieße den Rest der Zeit, solange ich von dem überleben kann. Mangelerscheinung gibt es ja hier auch nicht, wenn du irgendwas isst, dass du unterschiedliche Sachen brauchst. Du kannst auch in die Städte gehen und dir einfach ein paar Dosen holen, die meist sogar mehr Energie bringen, als wenn du jetzt Tomaten anbaust, keine Ahnung. Und da ist der Aufwand ja doch recht hoch. Du kannst dir auch keinen eigenen Dünger machen und du musst ja losgehen und dir wieder Dünger suchen, theoretisch. Also du so oder so kommst am Ende dazu, dass du immer in die Hotspots gehen musst, wo auch andere Menschen sind und da wird geguckt, wie verhalten sich Menschen aufeinander. Dann haben wir die gelangweilten Menschen, die tatsächlich schon alles Mögliche in DayZ gesehen haben und gemacht haben und die bewaffnet sind gegenüber diejenigen, die versuchen in dieser Welt ein bisschen zu überleben, vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung haben, ich weiß es nicht. Naja, für mich ist das halt auch kein Social Experiment mehr, weil ich ganz am Anfang hatte ich noch richtig Bedenken, ich dachte, oh, vielleicht wollte der ja gar nicht kämpfen, ich kann doch nicht einfach jemanden totschießen oder angreifen oder sowas. Und man hat relativ schnell seine Hemmschwelle hier überwunden, die Leute auch mit Waffen abzuknallen oder die tot zu hauen, weil man gemerkt hat, es geht gar nicht anders. Und es geht auch nicht, oder selbst wenn man versucht, es anders zu machen, wird man durch das Spiel ja nicht belohnt, in dem Sinne, dass man dann ein anderes Spiel hat, einen Farming-Simulator oder was auch immer, sondern du wirst nicht belohnt. Und dann guckst du, was reinkommt und dann werden neue Waffen reingepackt. Base-Building ist ja der nächste, dann könnte man ja sagen, ja, vielleicht kommt ja bald noch Base-Building rein, das haben wir ja schon mit Zelten versucht, was ich übrigens sehr löblich finde, dass es Zelte sind. Ich finde es schlimm, dass man sich immer eine eigene Burg bauen kann oder soll und die muss man dann 24 Stunden versuchen zu verteidigen und im Grunde bringt sie ja am Ende doch nichts, weil es am Spielverhalten der Spieler nichts ändert. Den finde ich geil, den Wagen. Es würde dann was verändern, wenn man sich in diesem Spiel hier eine ganz eigene Stadt aufbauen, damit Leuten hier lebt und dann Handel treiben kann. Wisst ihr, was man eine neue Zivilisation versucht aufzubauen? Aber das kann man ja nicht. Und wenn, dann würde ich fragen, bitte wie? Ferngläser finde ich übrigens immer cool. Und die Packung hier, wir sind ja ein bisschen hungry. Alter, die esse ich mal komplett. Ja, es ist leider dunkel. Das Problem ist an diesen Experimental-Servern, dass Tag-Nacht-Zyklus extrem, also beschleunigt wurde. Ich glaube, um das Vierfache eventuell. Ich glaube, ja. Das bedeutet, der Tag ist viermal so schnell vorbei und die Nacht ist auch viermal so schnell vorbei, aber ist dafür auch viermal so schnell da. Und wir wollen ja eigentlich nicht hier in der Nacht spielen, sondern eigentlich am Tag. Und gefühlt sind die Nächte länger als die Tage. Ich weiß nicht, ich glaube, einmal hatten wir das beobachten können, wie weit das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Es war noch Zeiten, als wir einen eigenen Server hatten. Da konnte man nämlich sagen, Server starte an dem Datum um die Uhrzeit in-game. Naja, nicht, dass du sagst, ja, Server fahr mal hoch um die Uhrzeit, sondern der Server lief immer. Du konntest aber sagen, dass wenn ein Server gestartet wurde, soll es das Datum haben um die Uhrzeit. Zum Beispiel Freitag, der 6.5. um 12 Uhr. Und dann ist Server hochgefahren und dann war Freitag, der 6.5., wenn es funktioniert hätte, der 5. um 12 Uhr. Das bedeutet aber auch, dass, glaube ich, die Nächte angepasst sind an dem tatsächlichen Tag-Nacht-Zyklus der Umwelt. Ich weiß nicht, ob die das jetzt wieder rausgepatcht haben oder immer noch drin ist. Bedeutet natürlich jetzt im Winter, wo wir hier im Winter aufnehmen und spielen, dass die Nächte länger sind als die Tage. Was ein bisschen blöd ist, da ich ja eigentlich nicht in der Nacht spielen möchte. Zumindest nicht für die Aufnahmen. Ist ein bisschen ätzend. Dementsprechend habt ihr viele dunkle Aufnahmen, wo ich viel rede und laufe. Und gefühlt diese relativ kurz Tageszyklen, weil die Tage sind ja tatsächlich auch, also die Sonnenstunden sind ja ein bisschen weniger. Ach, was ich noch drauf eingehen möchte, wo ich gerade gesagt habe, wir hatten einen eigenen Server. Wir hatten ja einen eigenen Server und da gab es ja auch einen Log. Und wenn du dir einfach mal angeguckt hast, wie viel Verletzungen und wie viel Tode es gab,
und dann angeguckt, wie hoch dieses Verhältnis zwischen PvP ist und wie viel Survival-Content ein Spiel mitbringt, da wusstest du ganz, ganz klar, DayZ hat nicht viel mit Survival zu tun, sondern eher mit Überleben. Und Überleben in einer schön gemachten Welt, die leider von der Grafikentfernung, also wie weit ich schön gucken kann und die Grafik schön bleibt, leider Stück für Stück runtergeschraubt wurde, damit die Leute nicht mehr so rumkrälen, dass die Performance so schlecht ist, und die war teilweise echt unterirdisch. Tut mir leid, mit 9 Frames brauche ich nicht in eine Stadt reinrennen. Das macht einfach keinen Sinn. Geschweige denn mit dem LKW reinfahren. Da bist du eher gestorben, als dass du einen Meter dich bewegt hast. Dann haben sie halt ihre Performance runtergeschraubt. Die haben ja am Ende eine neue Engine dazu, also DirectX 9 auf DirectX 11 hochgemacht. Ja, die Performance ist teilweise besser geworden. Ihr könnt ihr jederzeit unten links einfach die Frames von meinem Rechner eben halt sehen. Und ich bin der Meinung, ich habe schon eine sehr gute Grafikkarte und sehr viel Arbeitsspeicher. Ich habe eine fette Festplatte, eine schnelle. Ja. Kann sich, also was die Performance angeht, kann sich jeder mit Selbstbild zumindest. Ihr habt ja in den letzten Folgen auch gesehen. Geil, ne, Update, und schon hat man wieder 14 Frames in der Stadt. Total traurig. Irgendwie, ich laufe jetzt ja gerade zum Airfield. Das ist tatsächlich der Weg, den ich laufe. Den kann man übrigens relativ schnell gehen, wie man von Lumberville die Stromleitung läuft. Da kommt man hinten dann bei Green Mountain raus und muss dann nur noch nach Norden rennen. Kann auch schon vorher ein bisschen abbiegen. Ja, ich habe auf Stopp gedrückt und das klingelt einfach lenkt. Und macht einfach dieses Stopp-Ding weg, macht das Sperrmenü und klingelt einfach ein bisschen weiter. Ist ja nett. Naja. Und ist die Frage, ob wir tatsächlich noch direkt nach Green Mountain laufen oder ob wir vorher schon ein bisschen rechts abbiegen. Also von uns aus, wenn wir so sehen, hier so leicht rechts, damit wir dann nur weiter nach Norden laufen. Weiß ich nicht. Wie gesagt, es gibt der Kommentar, deswegen nehme ich jetzt noch weiter auf, obwohl es geklingelt hat, meinte ja, dass tatsächlich die PvP-Leute die das Entwicklung des Spieles behindern. Aber das glaube ich gerade nicht. Da diese Leute auch viel investieren, also wir hatten ja wie gesagt unseren eigenen Server und haben ja auch auf unserem eigenen Server auch PvP gemacht und haben tatsächlich den Survival-Anteil so weit runtergeschraubt, dass wir sagen, okay, wir hatten Fässer, um die Sachen zu bunkern, wir haben Zelte gesucht und LKWs. Im Grunde das, was das Spielleben tatsächlich vereinfacht und verbessert. Aber mehr Survival, wir haben alles einmal ausprobiert und um den genauen Ablauf darzustellen, es gab ein Update, und genau darauf beziehe ich mich ab dem Punkt des Updates. Dann haben wir den Server tatsächlich 3 Tage lang versucht zu sperren, haben versucht, Bugs, die versprochen wurde, dass sie entfernt wurden, haben geguckt, ob die noch existieren, und wenn ja, ob neue Bugs existieren. Wir haben den Entwicklern alles gepostet, also es ist nichts, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt Bug-Using, sondern wir gesagt, hier ist ein Bug, bitte fixen, hier ist ein Bug, bitte fixen. Wir haben skurrile Antworten gekriegt, die darfst du eigentlich, das geht nicht. Ich weiß nicht, das geht nicht, wo wir uns auch ein bisschen lächerlich drüber machen. Und, wo wir uns nicht drüber lächerlich machen, wo sich die Entwickler drüber lächerlich gemacht haben, wir haben uns drüber lustig gemacht. Hier ist es zum Beispiel, es gibt diesen Statuen-Bug, wo man reinglitschen kann, habe ich ja schon mal gezeigt. Und dann hieß es, dass der extrem schwer wäre zu fixen. Dann dachten wir, was ist daran, da machst du einfach eine Kollision, eine zweite Mauer. Naja, und dann haben sie die Map neu gebaut, haben die Statue rausgenommen, die hätten sie auch einfach löschen können. Nein, die haben sie drin lassen. Und dann existiert diese Statue wieder mit demselben Bug, mit dem genau denselben Scheiß wie vorher. Die haben zig Stunden gebraucht, um zu verhindern, dass man in der Wand in einem Gefängnis reinglitschen kann, um am Ende zu sagen, wir machen das Gefängnis kaputt und reißen es ab, komplett, also auch überall, wo ein Gefängnis war. Nachdem sie den Bug gefixt haben, also wo du dir echt an den Kopf festlegst, Alter. Naja, und wie gesagt, wir haben 3 Tage lang alles getestet, wir haben neue Bugs versucht zu finden, neue Glitches, wir haben die alle gepostet und dann haben wir wieder gespielt. Wir haben den Server freigegeben, jeder konnte machen, was er wollte. Es sei denn, es wurde gehackt, es sei denn, es wurde geglitscht, dann wurde ein Kick ausgesprochen, denn sowas machen wir einfach nicht mit und haben nicht mitgemacht und haben festgestellt, auch mit dem eigenen Server, wo du dir alle Optionen und Freiheiten, die du hast, du kannst ja sogar noch ein kleines bisschen mehr machen als jemand, der sagt, ah, ich komme ja nicht auf den Server etc. Naja, es blieb beim PvP. Die Leute machen PvP, wir haben PvP gemacht, alle machen PvP. Was nicht bedeutet, du schießt jeden nieder, der dir über den Weg läuft. Also KOS. PvP ist nicht KOS.
Cost is kill on sign. Das heißt, du killst jemanden, wenn du ihn siehst. Sondern mal haben wir uns mit Leuten spaßig unterhalten. Mal haben wir lustige Abenteurer gemacht. Mal haben wir Leuten geholfen. Und mal haben wir Leute einfach abgeknallt. Je nachdem, wie unsere Lust und Laune war. Und wie die Leute zu uns sind. Wie die Leute angekommen sind. Wie sie sich verhalten haben. Wenn sie schon mit gezückten Waffen und sowas an den Anschlag zu uns laufen, dann haben wir nicht erst versucht, mit denen zu reden. Da wurde eben halt abgeknallt. Und ich glaube, das entspricht ein bisschen der Realität, dass man versucht, wie sind die Leute. Irgendwann hat man natürlich auch gesagt, guck, in PvP-Zone, da gibt es zum Beispiel Tscherno, war da eine riesen PvP-Zone, war eigentlich auch bekannt. Und wer dann da reinrennt, ist natürlich auch dem Risiko bewusst gewesen, jetzt hierum geht es um PvP. Und dann alle, die das nicht wollten, mussten halt einen Bogen um die Stadt machen. Was aber, glaube ich, in Städten, wenn ich mir Los Angeles vorstelle, wo viele Amerikaner auch eine Waffe haben oder so, dann geht es ums nackte Überleben und es geht darum, Alter, der hat Lebensmittel und ich nicht als Beispiel. Hier geht es ja eher um Munition und Waffen. Dafür, was wieder die Option heißt, was uns Daisy zur Verfügung stellt. Eher Waffen und Munition als Lebensmittel, weil die brauchst du nicht wirklich viel, Daisy. Naja, aber wenn du dann in Los Angeles wärst, ich glaube auch, dass du einfach abgeknallt werden kannst, wenn du den nicht auf den richtigen Fuß kommst. Wenn du nicht heißt, ah, guck mal, du willst den gar nichts oder weißt, was ich meine. Ach, viel Quatsch. Ich hoffe, ich konnte meinen Standpunkt halbwegs vernünftig darstellen und ich hoffe, dass wir uns dann auch in der nächsten Folge hier bei Daisy wiedersehen. Ich werde noch ein paar Meter weiterlaufen und auch gucken, ob in der Zeit hoffentlich Tag wird, weil die Nächte, wie gesagt, doch relativ lang sind. Ich glaube immer noch, dass das mit diesem Datum des Startums, meist sind die nämlich eingestellt auf Systemzeitstart. Und das bedeutet auch, dass die Systemzeit natürlich ein Systemmonat, Tag, Jahr hat. Denn der aktuelle, der muss ja mit synchron laufen. Und dann haben wir natürlich längere Nachtphasen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber trotzdem. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch in der nächsten Folge wiedersehen. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben lassen. Darüber würde ich mich freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.